Im Namen der Generalversammlung darf ich seine Exzellenz Josef R. Biden Jr., Präsident der Vereinigten Staaten, begrüßen und ihm das Wort geben. Herr Präsident, Herr Generalsekretär, meine Damen und Herren, im letzten Jahr hat unsere Welt sehr viele Unruhen erlebt. Lebensmittelsicherheit ist bedroht, Rekordhitze, Dürre, Covid-19, Inflation und ein brutaler, unnötiger Krieg, der von einem Mann geplant und durchgeführt würde. Einem Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Dieses Mitglied ist einmarschiert in ein Nachbarland und hat die Absicht, dieses Land von der Landkarte auszulöschen. Ich denke, es geht darum, dass wir uns an das Verbot erinnern. Kein Land darf das Land seines Nachbarlandes mit Gewalt an sich reißen. Heute hat Präsident Putin Drohungen gegen Europa ausgesprochen und hat dabei völlig die Nichtverbreitungsregeln ignoriert. Russland mobilisiert jetzt mehr Soldaten und der Kreml organisiert ein Scheinreferendum, um Teile der Ukraine sich einzuverleiben. Und das ist ein erheblicher Verstoß gegen die UNO-Charta. Man muss diese Handlungen so sehen, wie sie sind. Putin behauptet, er musste handeln, weil Russland bedroht war. Aber niemand hat Russland bedroht und niemand außer Russland hat einen Konflikt angestrebt. Wir haben sogar davor gewarnt, dass das auf uns zukommen würde. Und wir haben versucht, das zu vermeiden. Aber die Worte von Putin machen klar, was er will. Kurz vor seiner Invasion hat Putin gesagt, die Ukraine wurde durch Russland geschaffen und hatte niemals die Eigenschaft eines echten Staates. Jetzt erleben wir Angriffe auf Schulen, Bahnhöfe, Krankenhäuser und kulturelle und geschichtliche Zentren in der Ukraine. Und wir erleben immer wieder Beweise für die Gräueltaten Russlands, Massengräber in Isjum und die ausgegrabenen Leichname zeigen Spuren der Folter. Mit diesem Krieg will er das Recht der Ukraine als Staat zu bestehen auslöschen und das Existenzrecht der Ukraine und des ukrainischen Volkes, wo immer sie sind, wo immer sie leben, was immer sie glauben. Das sollte einem das Blut in den Adern erstarren lassen. Deshalb haben 104 Nationen in der Generalversammlung ganz eindeutig den russischen Krieg gegen die Ukraine verurteilt. Die USA hat enorme Sicherheitshilfe und humanitäre Hilfe geleistet und auch eine direkte wirtschaftliche Unterstützung. Mehr als 25 Milliarden Dollar bis heute haben wir bereitgestellt und unsere Bündnispartner und Partner weltweit haben sich dem angeschlossen und mehr als 40 Länder, die hier vertreten sind, haben Milliarden an Geld und Gerät zur Verfügung gestellt, damit die Ukraine sich selbst verteidigen kann. Die USA arbeitet mit ihren Partnern zusammen, um abschreckend zu wirken, damit kein Angriff auf ein NATO-Gebiet erfolgt. Die Gräueltaten, die Kriegsverbrechen Russlands müssen angeprangert werden, denn wenn es da keine Konsequenzen gibt, dann wird all das gefährdet, für das diese Institution steht. Jeder Sieg auf dem Schlachtfeld gehört den Soldaten in der Ukraine. Aber wir haben im letzten Jahr
das erlebt. Und wir haben uns für Freiheit, Souveränität und Grundsätze entschieden. Grundsätze, die von allen in den Vereinten Nationen hochgehalten werden. Wir haben an der Seite der Ukraine gestanden. Genauso wie Sie wollen die USA, dass dieser Krieg endet, aber zu gerechten Bedingungen, zu Bedingungen, die wir alle unterzeichnet haben. Man kann sich einfach nicht das Staatsgebiet eines Landes mit Gewalt aneignen. Das einzige Land, das dem im Wege steht, ist Russland. Wir und jeder von uns hier in diesem Gremium haben ja gesagt, dass wir eintreten für die Werte der Vereinten Nationen. Deshalb müssen wir klar und unerschütterlich sein in unserer Entschlossenheit. Die Ukraine hat dieselben Rechte wie jede andere souveräne Nation. Wir stehen solidarisch an der Seite der Ukraine gegen die Aggression Russlands. Punkt. Es ist kein Geheimnis, dass das Rennen zwischen Demokratien und Autokratien im Augenblick läuft. Und wir als USA und ich als Präsident treten natürlich ein für eine Welt auf der Grundlage der Demokratie. Und die USA ist bereit, für die Demokratie einzutreten. Wir sind der Überzeugung, die Demokratie ist das großartigste Instrument, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Die G7-Staaten haben auch bewiesen, dass Demokratien liefern können für ihre Bürger, aber auch für die übrige Welt. Und während wir uns heute hier treffen, ist die Grundlage der Vereinten Nationen, die Charta, gefährdet. Sie wird angegriffen durch diejenigen, die sie zerstören wollen für ihren eigenen politischen Vorteil. Und die UNO-Charta wurde ja nicht nur von den Demokratien der Welt unterzeichnet, sondern sie wurde ausgehandelt unter den Bürgern von Dutzenden Nationen mit unterschiedlichen Geschichten und Ideologien. Aber alle waren sich einig, sie wollten für den Frieden arbeiten. Präsident Truman hatte 1945 gesagt, die UNO-Charta, ich zitiere, ist ein Beweis dafür, dass Nationen wie auch Menschen ihre Differenzen austragen können und dann gemeinsames Terrain finden können, auf dem sie sich wiederfinden. Ende des Zitates. Und dieses gemeinsame Terrain war einfach so überzeugend, dass heute 193 Mitgliedstaaten der UNO freiwillig diese Prinzipien mittragen. Und das Eintreten für diese Grundsätze für die Charta der Vereinten Nationen, das ist eine Aufgabe für jeden verantwortungsbewussten Mitgliedstaat. Ich lehne Gewalt ab und den Versuch von Ländern, ihre Grenzen auszudehnen. Ich wende mich gegen eine Politik der Angst und des Zwangs. Wir müssen die Rechte kleinerer Länder genauso verteidigen wie die der Großen. Wir müssen die freie Seefahrt verteidigen, Achtung des Völkerrechts, Rüstungskontrolle. Es gibt sicherlich Dinge, wo wir nicht einer Meinung sind, aber das ist das gemeinsame Fundament, auf dem wir stehen müssen. Und wenn wir auf diesem festen Fundament stehen als Nationen weltweit, dann sind die USA auch bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass diese Institution inklusiver wird, um besser auch eingehen zu können auf die Nöte dieser Welt. Der Sicherheitsrat und auch die USA sollten immer eintreten für die UNO-Charta und ihr Vetorecht nur ganz selten in Ausnahmesituationen nutzen, damit der Sicherheitsrat glaubwürdig und effektiv bleibt. Und deshalb ist die USA dafür, dass die Anzahl sowohl der ständigen wie auch nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates aufgestockt wird. Ständige Sitze für Länder, die uns unterstützt haben, aber auch für die Länder in Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Die USA engagiert sich dafür. In jeder Region versuchen wir mit neuen Mitteln und Wegen mit den Partnern zusammenzuarbeiten, unsere gemeinsamen Interessen zu vertreten. Wir hatten die Erklärung von Los Angeles zum Schutz der Migration beim Gipfel der
Länder der amerikanischen Hemisphäre. Und es geht auch darum, im Nahen Osten friedlich miteinander zusammenzuarbeiten. Es gibt auch ein Gipfeltreffen zwischen der USA und den afrikanischen Führern im Dezember. Ich habe letztes Jahr gesagt, die USA ist immer bereit, Diplomatie walten zu lassen, um uns den Herausforderungen zu stellen, vor denen wir stehen. Zum Beispiel auch die Bekämpfung der Klimakrise, das hat ja der Vorredner angesprochen. Wir wollen die Sicherheit erhöhen. Wir wollen die Welt ernähren. Und diese Priorität haben wir uns vorgenommen. Und ich habe seit Beginn meiner Amtszeit versprochen, dass wir wieder dem Pariser Abkommen beitreten. Wir haben einen wichtigen Klimagipfel unterstützt. Bei COP26 haben wir uns engagiert. Und 2/3 des Bruttoinlandsproduktes der Welt wird eingesetzt, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Und ich habe in den USA gerade ein Gesetz unterzeichnet, das größte Klimapaket in der Geschichte meines Landes, $369 Milliarden zur Bekämpfung des Klimawandels, darunter Dutzende Milliarden für Investitionen auch in Sonnenenergie, Verbesserung der Energieeffizienz, saubere industrielle Betriebe. Und mit diesem neuen Gesetz wollen wir pro Jahr bis zum Jahre 2030 die CO2-Emissionen um 1 Gigatonne reduzieren. Unsere Investitionen werden auch dazu führen, dass wir saubere Energietechniken weltweit entwickeln können, nicht nur in den USA. Und das ändert wirklich alles. Und so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Wir wissen, dass wir die Klimakrise im Augenblick durchleben. Und nach dem letzten Jahr hat, glaube ich, niemand mehr Zweifel daran. Ein Großteil Pakistans steht immer noch unter Wasser und braucht Hilfe. Am Horn von Afrika gibt es eine nie dagewesene Dürre. Familien müssen sich entscheiden, welches Kind sie ernähren wollen und befürchten, dass andere nicht überleben. Das sind die menschlichen Kosten des Klimawandels und die nehmen zu, nicht ab. Ich habe es ja im letzten Jahr angekündigt. Um unsere globale Verantwortung wahrzunehmen, wird meine Regierung mehr als $11 Milliarden pro Jahr an Geldern zur Bekämpfung des Klimawandels bereitstellen, um ärmeren Ländern zu helfen und einen gerechten Übergang zu gestalten. Unser PEPFAR-Plan wird dabei eine Schlüsselrolle spielen. 500.000 Menschen in besonders schutzbedürftigen Ländern sollen damit geschützt werden vor den Auswirkungen des Klimawandels und ihre Resilienz soll gestärkt werden. Also das sind enorme Mittel. Und das sollte jetzt auch der Moment sein, wo wir sehen, wir müssen den Vernichtungen durch den Klimawandel Einhaltsgebieten. Wir brauchen eine nachhaltige, saubere Wirtschaft mit sauberer Energie. Was die globale Gesundheit anbelangt, so haben wir mehr als 620 Millionen Dosen Covid-19-Impfstoff an 116 Ländern weltweit schon geliefert und mehr Impfstoff steht zur Verfügung. Das alles ohne irgendwelche Auflagen. Und wir haben mit den G20 und anderen Ländern zusammengearbeitet, um hier auch einen neuen Fonds für Pandemieprävention bei der Weltbank einzurichten. Und gleichzeitig versuchen wir, noch mehr zu tun, um weltweit die Gesundheitsgefahren zu bekämpfen. Es gibt einen globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Beide Parteien in unserem Kongress unterstützen mich und ich sage zu, bis zu $6 Milliarden dafür zur Verfügung gestellt. Und ich erwarte, dass bei dieser Konferenz noch mehr Mittel zugesagt werden. Das wird eine der größten Geberkonferenzen weltweit sein. Es geht auch darum, die Lebensmittelpreise in den Griff zu bekommen. Mehr als 190 Millionen Menschen haben keine sichere Lebensmittelversorgung. 40 Millionen mehr als letztes Jahr. Und ich verkünde heute weitere $2,9 Milliarden
an für humanitäre Hilfeleistung. Allein in diesem Jahr. In der Zwischenzeit verbreitet Russland Lügen und versucht zu sagen, dass die Verantwortung für die Lebensmittelkrise bei uns liegt, bei unseren Sanktionen. Aber eins möchte ich ganz klar sagen. Unsere Sanktionen lassen ausdrücklich zu, dass Russland Lebensmittel und Kunstdünger ausführen kann. Da gibt es gar keine Einschränkungen. Es ist Russlands Krieg, der verantwortlich ist für die unsichere Lebensmittelversorgung. Nur Russland kann das beenden. Und ich bin da sehr dankbar, dass die UNO und auch Sie, Herr Generalsekretär, sich dafür eingesetzt haben, dass jetzt Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer aus dem Land gelangt. Russland hatte das monatelang blockiert. Wir glauben daran, dass wir die Welt ernähren müssen. Und die USA ist ja größter Unterstützer des Welternährungsprogramms. Wir bestreiten 40% dieses Programms. Und es geht auch darum, dass wir UNICEF unterstützen, um Kinder weltweit ernähren zu können. Und die USA hatte einen Appell gerichtet an die Welt, um die globale Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen. Mehr als 100 Staaten haben sich dem schon angeschlossen. In Juni haben die G7 mehr als 4,5 Milliarden Dollar angekündigt zur Bekämpfung der Lebensmittelkrise weltweit. USAID wird auch hier mehr Geld bereitstellen. Es geht darum, dass Saatgut, was hitzebeständig ist, den Bauern gegeben wird. Kunstdünger müssen auch an die Landwirte verteilt werden. Und wir fordern alle Länder auf, Lebensmittelexporte nicht zu verbieten oder Getreide zurückzuhalten, solange so viele Menschen leiden. Jedes Land in der Welt muss sehen, wenn die Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu ernähren, dann ist alles unwichtig. Also wir schauen in die Zukunft und wollen zusammen mit unseren Partnern neue Mittel finden, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bestehen zu können. Wir haben den Trade Technology Council eingerichtet, zusammen mit der EU, um sicherzustellen, dass Schlüsseltechnologien so entwickelt werden, dass alle davon profitieren. Mit unseren Partnerländern und über die UNO unterstützen wir Bemühungen für ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Staaten, auch im Cyberbereich. Es gibt ja immer mehr Cyberangriffe gegen den internationalen Frieden und die Sicherheit. Unsere Partner in Amerika, Afrika, Europa, Nahen Osten und Indopazifik, wir alle bemühen uns, ein neues Ökosystem zu gestalten, wo jedes Land die Möglichkeit hat, zu wachsen und ein resilientes Wirtschaftswachstum zu erzielen. Deshalb sind die USA für eine globale Mindestbesteuerung und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch große Unternehmen überall ihren Teil an Steuern errichten. Das ist auch der Gedanke hinter dem indopazifischen Rahmen, den die USA zusammen mit 13 anderen Ländern aus diesem Raum auf den Weg gebracht haben. Und wir arbeiten mit den ASEAN-Ländern und den Pazifikinseln zusammen, um in dieser kritischen Region einen Freiraum zu schaffen, diese Länder zu stärken. Und zusammen mit unseren Partnern weltweit arbeiten wir an resilienten Lieferketten, um alle zu schützen vor Vorherrschaft, um sicherzustellen, dass kein Land Energie als Waffe einsetzen kann. Und wir fordern auch die großen Kreditinstitutionen an, auch die Nichtmitglieder des Pariser Clubs, eben für Länder mit niedrigem Einkommen die Zinsschulden entweder auszusetzen oder die Rückzahlungszeiträume zu verlängern. Es geht darum, dass diese Schulden abgebaut werden. Wir sollten die weltweiten Infrastrukturen, den Bedarf dort decken. Wir brauchen große, wichtige Projekte, die auch die Rechte der Arbeitnehmer schützen und Projekte,
Projekte, die für die Bevölkerung von Bedeutung sind. Deshalb haben wir zusammen mit den G7-Staaten eine globale Partnerschaft für Investitionen gegründet. Wir wollen 600 Milliarden Dollar mobilisieren im Rahmen dieser Partnerschaft bis 2027. Das sind die Projekte, die bereits eingeleitet sind. Wir werden darüber hinaus im Senegal Impfstoffe produzieren. Wir werden in Angola Projekte fördern. Und wir werden auch die kleineren Atomkraftwerke in Rumänien weiter fördern. Das sind Initiativen, die nicht nur für die jeweiligen Länder wichtig sind, sondern für uns alle. Die Vereinigten Staaten arbeiten mit allen Nationen zusammen, um weltweite Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel zu lösen. Das ist keine Vergünstigung der Vereinigten Staaten für die Vereinten Nationen. Denn wenn man sich abwendet und nichts gegen den Klimawandel tut, dann trifft das die ganze Welt. Lassen Sie mich noch einmal auf den Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und China zurückkommen. Wenn wir jetzt die veränderten geopolitischen Trends sehen, dann können wir sagen, wir suchen nicht den Konflikt, wir suchen keinen kalten Krieg, wir wollen auch nicht, dass es zu Konflikten kommt zwischen den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Aber die Vereinigten Staaten werden weiterhin eintreten für unsere eigenen Vorstellungen in einer freien und wohlhabenden Welt, in der Gemeinschaft der Nationen. Wir wollen nicht Abhängigkeiten fördern, sondern den Nationen helfen, autark zu werden. Wir wollen Partnerschaften und keine politischen Verpflichtungen, denn wir wissen, dass unser eigener Erfolg, all unsere Erfolge davon abhängen, dass auch andere Länder Erfolg haben. Wenn andere Nationen die Möglichkeit haben, in Würde zu leben, und ihre Talente zu entwickeln, dann ist das für alle gut. Und das sind ja auch die höchsten Ziele dieser Institution, Frieden zu schaffen für alle Menschen auf der Welt. Und wir arbeiten unermüdlich und entschlossen dafür, gegen diese Bedrohungen der Welt. Wir werden auch diplomatisch weiterhin eine Führungsrolle übernehmen für die friedliche Lösung von Konflikten. Wir sehen die Notwendigkeit der Stabilität in der Taiwanstraße, die unter anderem darauf zurückzuführen ist, auf die Ein-China-Politik, die seit Jahrzehnten wir auch unterstützen. Wir unterstützen allerdings Taiwan. Wir unterstützen auch die Afrikanische Union. Wir wenden uns gegen die Kämpfe in Äthiopien. In Venezuela haben wir für entsprechenden Druck gesorgt. Wir sind im Dialog mit Venezuela geblieben und fordern dort freie Wahlen. In Haiti haben wir große Gangkriminalität und eine große Krise, und wir fordern die gesamte Welt auf: Engagieren Sie sich. Wir müssen mehr tun. Wir können mehr tun. Wir können diesen Konflikten nicht den Rücken entgegenkehren. Und das sehen Sie auch, die Probleme im Libanon, wo ein Volk Jahrzehnte des Krieges erlebt hat. Und jetzt, wir sehen es auch in Palästina, dass dort Verhandlungen notwendig sind zwischen Israel und Palästina. Und auch die Amerikaner sind dort engagiert. Und die Zwei-Staaten-Lösung ist aus unserer Sicht die beste Perspektive für Frieden und Wohlstand für auch die Palästinenser. Beide Seiten müssen einander voll und ganz respektieren und ihre Bürgerrechte respektieren. Und beide Seiten müssen in Freiheit und Würde leben können. Lassen Sie mich auch unterstreichen, dass alle Nationen und wir auch den Atomwaffen-Nichtverbreitungspakt weiter unterstützen, und das auf diplomatische Weise, was immer auf der Welt auch passiert. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bereit, Waffenkontrollen auszuüben. Ein Nuklearkrieg, ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf deshalb auch gar nicht stattfinden. Die Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen haben das auch noch im Januar bestätigt. Und wir sehen aber heute durchaus verstörerische Tendenzen. Russland hat ja die Nichtverbreitungsideale
in der Vergangenheit durchaus geteilt. Und wie ich schon sagte, heute drohen sie damit, Atomwaffen einzusetzen. China hat auch gesagt, hat auch davor gewarnt, dass Nuklearkapazitäten aufgebaut werden ohne jede Transparenz. Die demokratischen Völker darf nicht angehen, dass Völker die Resolutionen der Vereinten Nationen weiterhin verletzen. Und wir müssen jetzt weiterhin gemeinsam Aktionen einleiten und durchführen. Wir sind als Amerikaner ganz klar, wir werden es nicht zulassen, dass irgendein Land neue Atomwaffen aufbaut und produziert. Das Nichtverbreitungsregime ist einer der größten Erfolge dieser Institution hier. Und wir können die Welt jetzt nicht einfach zurückfallen lassen. Und wir dürfen auch nicht sehenden Auges oder die Augen verschließen vor dem, was sich tut. Eine der größten Errungenschaften ist ja auch die universale Menschenrechtserklärung, die unsere Vorfahren ja auch geschrieben haben, um uns auch herauszufordern. Schon 1948 wurde festgestellt, dass die Menschenrechte die Grundlage sind für all das, was wir erreichen wollen. Und heute im Jahre 2022 sind fundamentale Freiheiten in vielen Ländern der Erde bedroht. Wir haben detaillierte Berichte von unserem dem Hochkommissar, dass tatsächlich auch es zu Menschenrechtsverletzungen durch das Militärregime in Burma kommt, wo auch Frauen und Kinder drunter leiden. In Afghanistan sehen wir die Menschenrechtsverletzungen und wir sehen heute die tapferen Bürgerinnen und Bürger im Iran, die jetzt zurzeit für ihre fundamentalen Freiheiten auch demonstrieren. Ich weiß eins, die Zukunft wird eine Zukunft sein, und zwar nur für die Länder, die auch tatsächlich ihre vollen Potenziale entwickeln, wo Frauen und Mädchen die gleichen Rechte genießen wie die Männer und dann zu dem Aufbau großartiger Volkswirtschaften und großartiger Resilienz beitragen können, wo sie ihr Leben leben können, ohne belästigt zu werden und dann tatsächlich auch die LGBTQ-Gemeinschaft sich entfalten kann, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Regierung hinterfragen und kritisieren dürfen. Und die Vereinigten Staaten werden immer die Menschenrechte fördern. Und diese Werte der Menschenrechte sind ja in der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben und auch in allen demokratischen Ländern dieser Welt. Lassen Sie mich sagen, zum Schluss, dies ist die Institution, die von der UN, der Charta der Vereinten Nationen und der universalen Menschenrechtserklärung geleitet wird. Und das ist eine große Hoffnung. Ich sage es noch einmal, es ist eine wirklich aktive, ungetrübte Hoffnung, dass wir diese Vorstellung, diese Vision der ersten Delegierten entwickelt haben, als die Welt noch, denken Sie darüber nach, wie geteilt seinerzeit sich die Menschen, die verschiedenen Völker sich gefühlt haben müssen nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Leid und dem Holocaust des Zweiten Weltkriegs. Und eigentlich hätte man damals schon davon ausgehen können, dass der Mensch nur das Schlechteste produzieren kann, das, was es gibt. Aber nein, es war damals die Hoffnung, etwas Besseres aufzubauen, dauerhaften Frieden, Gemeinschaft zwischen den Nationen, gleiche Rechte für Männer und Frauen in der Familie, die Zusammenarbeit für die Menschheit insgesamt, sehr geehrte Staats- und Regierungschefs. Die Herausforderungen heute sind ganz, ganz groß, aber unsere Fähigkeiten sind noch viel größer. Wir müssen uns auch noch stärker engagieren. Lass uns doch alle zusammenstehen und ganz klar und entschlossen sagen, die Nationen in dieser Welt müssen geeint handeln und vor allen Dingen für die Werte der Charta der Vereinten Nationen stehen und auch bemüht sein, tatsächlich eine gerechtere und friedlichere Welt für uns alle und für unsere Kinder zu schaffen. Wir sind ja nicht einfach nur Zeugen der Geschichte, sondern wir begründen die Geschichte. Wir machen Geschichte und das können wir auch. Wir können das für uns selbst tun und für unsere Zukunft, für die Menschheit. Thank you.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das habe ich sehr geschätzt. Gott segne Sie alle. On behalf of the General Assembly, I wish to thank. Im Namen der Generalversammlung möchte ich mich beim Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika bedanken und ich darf jetzt bitten, den Präsidenten hinaus zu begleiten. Ja, liebe Zuschauer, an dieser Stelle klinken wir uns aus. Wir